Moin Moin, sagt der Hamburger zu seinen Fans, der NRW über 18 hier. Ja, ich heiße NRW, nicht Hamburg Boy, deswegen begrüße ich euch auch aus dem wunderschönen Düsseldorf. Aber wir sind wieder in Hamburg bei einem neuen Teil vom Let's Play OMSI 2. Da hinten fährt der rote Doppeldecker von der Stadtrundfahrt. Ja, ich habe meinen Bus ein bisschen rausgeputzt, ein bisschen was vorbereitet hier. Wir befinden uns auf der Linie 688. Mit unserem wunderschönen O405N in der Schnellbus-Variante. Und hier ist jetzt irgendwo was Blaues. Was Rotes mit einem blauen Licht auf dem Dach, was gerade irgendwie näher kommt. Aber das soll uns jetzt nicht stören. Ja, also wir befinden uns auf der Linie 688. Wie versprochen, fahren wir vom... Boah, jetzt geht's mir aber so langsam auf den Nerv hier. Da kommt er. Finde ich auch cool gemacht. War im ersten Teil leider nicht vorhanden. Ist hier eine richtig schöne Sache. Nur das Problem ist, ich meine, er fährt zwar schneller und wie man da gerade auch sieht, fährt er auch über rote Ampeln, aber das war es dann auch. Also er fährt nicht irgendwie drumrum um die anderen Fahrgäste, Autos und ist ein bisschen schade, aber egal. Also wie gesagt, wie versprochen auf der Linie 688 vom Rathausmarkt zum Bahnhof Altona. Es ist eine recht kurze Strecke, deswegen denke ich mal, dass wir die Hin- und Rückfahrt in einem Video verpackt bekommen. Und ja, ich stehe hier hinterm Hauptbahnhof, das wollte ich euch nämlich auch mal zeigen. Da wir uns nämlich hier so eigentlich, ja, das sieht natürlich ein bisschen schmucklos aus da unten. Da sollte man natürlich nicht drunter gucken. Befinden uns wie gesagt hier hinterm Hauptbahnhof. Wenn man hier links reinfährt, da vorne ist der Haupteingang oder einer der Haupteingänge. Der hat auf der linken Seite auch noch einen. Und ja. Hier führt eigentlich nur die Linie 109 und das auch nur ganz früh morgens oder ganz spät abends. Ansonsten kommen wir hier gar nicht hin. Ich starte jetzt hier auch schon am Hauptbahnhof, das heißt, ich fahre auch die paar Haltestellen ab, die hier drin sind. Es steigen auch tatsächlich Leute ein. Und ja, dann freue ich mich auf die Linie 688. Ich hoffe, ihr auch. Was fällt uns am Bus hier auf? Zum einen habe ich natürlich meine Sitze runtergeklappt, zum anderen habe ich die Rampe ausgefahren, deswegen haben wir auch hier das Blinklicht, was ich richtig cool finde. Viele haben damals gedacht, wo sie das gesehen haben, der hat ja da noch Blinkleuchten. Nein, das sind einfach nur Lampen, die anzeigen, dass die Rampe in Betrieb ist. Hier im Fahrgastraum haben wir das gleiche auch nochmal. Ja, dann habe ich die Dachfenster, die Dachluken gekippt und ich finde, so sieht er schon ganz cool aus. So, wir wollen aber jetzt abfahren, das heißt, wir fahren die Rampe rein, beziehungsweise machen erstmal die Tür zu und fahren die Rampe rein. Und da bewegt sich auch was, das ist schön. Und wir haben auch das letzte Stück, wo die Rampe runtergeht, beziehungsweise jetzt das erste Stück, wo sie hochfährt, um halt gerade in den Bus reinzufahren. Dann haben wir auch dieses Kratzen über dem Boden, das finde ich richtig geil gemacht. Da ist jetzt die Klampe, die klappt um, zack, fertig. Und die Rampe fährt praktisch an den Bus ran. Die Sitze können wir dann wieder... Oh. Hoppla. So, wieder umklappen. So. Und dann sind wir fertig für die Abfahrt. Ich weiß es gar nicht. Und abgesenkt war er auch. Die Kneeling-Funktion habt ihr jetzt also auch mal gesehen. Wie viel Zeit wir jetzt noch haben? Ich hatte eben 9,9... Oh, 1,8. Oh, 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 oh. Das heißt, wir müssen uns sputen. Mit Gang wäre das nicht passiert. Na, jetzt aber. Ja. So. Ohne die Haltestellenbremse hätten wir auch fahren können. Ja, also wir müssen jetzt einmal den Bus drehen. Das heißt, ich setze schon mit Verspätung ein. Ich habe zu lange gequatscht. Ich habe es mir fast gedacht. Und ja, machen unserem Busnamen, also beziehungsweise unserem Namen Schnellbus nun hoffentlich alle Ehre. Denn wir müssen in 1,3, also in einer Minute müssen wir am Rathausmarkt einsetzen und wir sind noch nicht mal auf dem Weg dahin. Also wir setzen hier auf jeden Fall mit Verspätung ein und denke auch mal, dass wir mit Verspätung am Bahnhof Altona auch ankommen. Aber das ist mir jetzt egal, das heißt, ich kann dann schön Gas geben. Ja, es geht über die Reeperbahn, es geht über St. Pauli, also schon sehr bekannte Flecken hier in Hamburg. Ist jetzt... Natürlich, man erkennt es wieder. Natürlich sollte man auch schon mal da gewesen sein. Und man erkennt es wieder. Aber hier und da finde ich es schon ein bisschen schmucklos. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Das ist schon ziemlich cool gemacht. Genau wie jetzt hier der Fernbusbahnhof. Richtig geil gemacht. Und damals, als wir, mein Kamerakind und ich hier in Hamburg waren, sind wir, wenn wir da hinten...
hinterm ZOB, also vom zentralen Omnibusbahnhof, links abbiegen würden, dann macht die Straße so einen etwas längeren Rechtsbogen und da ungefähr 150 Meter auf der rechten Seite, da haben wir unser Hotel gehabt. Ja, und von da aus sind wir dann schön gemütlich zu Fuß zum Hauptbahnhof gekommen, also ich konnte mich nicht beschweren. Die Gegend, die war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, also die Gegend, die war jetzt nicht für mich, das war jetzt schon sehr stark, naja, reden wir nicht drüber. Aber ich denke mal, die Leute, die hier aus Hamburg kommen, die wissen, was ich meine. Die Gegend da ist cool zentral, also man hat es nur wenige Gehminuten zum Hauptbahnhof, aber die Wohnsituation ist jetzt nicht so ganz eine schöne, wenn ihr versteht, was ich meine. Also so im Prinzip die Straße hier links rein und dann macht die Straße so einen Rechtsknick und dann, ja, seid ihr eigentlich auch schon da. Was machen die denn da vorne? Die fahren alle nicht. Oh, das heißt, die fahren da vorne nicht. Das heißt, wir können hier nicht in die Einfahrt. Ich krieg Kotzen. Wir sind dann noch später als erwartet. Oh, nö. So, jetzt fahren die erst. Jetzt löst sich das Knäuel da vorne auf. Jetzt gehen die Oh nein. Jetzt gehen die Fußgänger rüber. Jetzt fahren die nicht weiter. Ich krieg Kotzen. Ich krieg so's Kotzen. Ich stehe jetzt natürlich so dicht, dass ich nicht zurücksetzen kann. Na, die fahren jetzt natürlich auch nicht. Jetzt stehen die da schon wieder. Es kann doch nicht sein. Ja, und genau das habe ich mir gedacht. Gut, dann mach mal, was man normalerweise nicht machen sollte. Wir kürzen ein wenig ab. Ganz ehrlich, wenn ich in genau der gleichen Situation gewesen wäre und hinter mir wäre alles frei gewesen und ich wäre eh schon zu spät, ich wüsste nicht, ob ich es nicht auch wirklich gemacht hätte. So, also wie gesagt, hier haben wir gar nicht jetzt irgendwie groß Beachtung geschenkt. Schade eigentlich. Der zentrale Omnibusbahnhof, der auch leider ein bisschen leer ist. So, will hier jemand einsteigen? Nein, will er nicht. Gut, da vorne kriegen wir auch... Oder? Moment, hier haben wir jetzt auch... Ja, wir kriegen Signal. Also T steht für Türen. Dann haben wir hier unsere eigene Busspur, was ich cool finde. Haben wir eigentlich auch schon... Eieiei. So, hier können wir rechts ein bisschen reingucken zum Hauptbahnhof. Und da hinten links ist dann halt auch... der Haupteingang. Ich weiß gar nicht, welcher Haupteingang das ist. Ob Süd oder West oder Nord oder Süd, weiß ich jetzt nicht. Das entzieht sich meiner Kenntnis. So, und im letzten Teil habe ich mich ein bisschen vertan mit der Uhr, die wir rechts oben im Ibis-Gerät haben. Da habe ich gesagt, Minus wäre zu spät und Plus wäre zu früh. Es ist genau andersrum, also es ist im Prinzip genau wie bei der Bahn. Minus heißt zu früh und Plus heißt zu spät. So, also haben wir... den Aspekt auch jetzt endlich aus der Welt geschaffen. Keine Ahnung, warum ich das irgendwie nicht auf die Kette gekriegt habe. Nun ja. Situation zwischengespeichert. Da fährt der Kollege. So, hier geht es jetzt in die Einkaufsstraße von Hamburg, wo sich ein großes Kaufhaus nach dem anderen reiht. Hier dürfen nur Busse reinfahren und Taxen. Und der Lieferverkehr natürlich. Ja, 25 km/h. Können wir uns jetzt nicht so ganz dran halten. Da wollen tatsächlich Leute einsteigen, ich hab's gesagt. Die Linie fährt ja normalerweise nicht, aber... Abend. Moin. Abend. Dann habe ich auch schon wieder eine Störung da oben mit mir angezeigt. Ansagen kommen jetzt hier nicht, das ist auch beabsichtigt, weil, wie gesagt, die Linie fährt hier auf diesem Abschnitt überhaupt nicht. Und wie gesagt, die 25 km/h, die nehmen wir jetzt hier nicht so ernst. Wir sind zu spät, hinten steht Schnellbus drauf. Bewegt sich ja was. Nein, da geht es direkt weiter. So, jetzt kommt Rathausmarkt, da setzen wir ein mit ziemlich viel Verspätung.
mal versuchen. Die Leute steigen jetzt hier alle aus, weil sie eigentlich nur zum Rathausmarkt wollten. Ja, ja. Ist auch cool. Na, Benz. Ja, ich weiß, ich bin zu spät. Was? Nur zwei Piepelkiss? Na, hervorragend. Straße. Hoppla. Steigen Sie hinten ein? Nein, steigen Sie nicht. Oh. Ja, ich hab's doch schon angemacht. Halt Ömerkin. Aber setz dich ganz hinten hin. Da, wo nur die coolen Omis sitzen. Ich weiß auch nicht, warum der den Jungfernstieg irgendwie immer verschluckt. Keine Ahnung. Hier fällt natürlich, dass ich mit Tastatur spiele, extrem auf. Weil dieser Ruckler, die hat man natürlich, wenn man mit dem Lenkrad spielt, nicht. Aber ich finde, ich fahre nicht schlecht. Also von hier hinten, ich finde, so hier hinten hat man so ein richtig schön das Feeling vom Fahrgast. Weil die extrem coolen Kids unter euch, die sitzen ja immer ganz hinten, das weiß ich ja. Aber hier fahren wir jetzt links, nicht rechts. Hier rechts fährt die Linie 109. Wir fahren jetzt hier lang. So, und jetzt muss ich nach vorne, weil hier, obla, hier sehe ich jetzt gar nichts. So, was sagt die Zeit? Eieieiei. Ordentlich zu spät, aber wirklich ordentlich zu spät. So, Freunde, und guten Tag. Guten Tag. Moin, moin. Moin. Bei mir ist es jetzt schon Abend und eine Minute vor Mitternacht, um genau zu sein. Es ist schon kühl, Gott sei Dank. Ich habe meinen schönen Deckenventilator laufen, also ich kann mich gerade nicht beklagen. Aber wie findet ihr das, dass es jetzt Ende der Woche... Nächste Haltestelle, Johannes-Brahms-Platz. Am Ende der Woche 40 Grad werden soll. Heute in den Nachrichten wurde es gelobt, ohne Ende. Oh toll, der Sommer ist da und es wird so toll warm, bis zu 40 Grad. Juchhe, juchheis, hassa. Ich finde das furchtbar. Also ich glaube, ich bin der Einzige, der das absolut furchtbar findet. Ich gehe jetzt schon kaputt. Also alles jenseits der 25 ist für mich Horror. Ich bin sowieso ja ein Liebhaber der kalten Jahreszeit. Und warum, werden jetzt die meisten fragen? Ganz einfach. Man schwitzt nicht. Wenn es einem zu kalt ist, zieht man sich schön warm an. Und wenn es einem zu warm ist, zieht man einfach irgendwas aus oder macht das Fenster auf. Und schon hat man es wohl temperiert. So, und das hast du eben im Sommer nicht, weil nicht jeder hat den Luxus einer Klimaanlage. Und deswegen ist es, zum Beispiel wie bei mir, dann so, dass man der Hitze schamlos ausgenutzt ist. Und das finde ich einfach nur furchtbar. Und wie gesagt, wenn man schon hört, so 36, 38 Grad, das ist für mich die pure Hölle. Und dann höre ich in den Nachrichten, oh toll, wir kriegen endlich Sommer 38 Grad. Boah, ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Ich könnte kotzen. Da würde mich eure Meinung mal interessieren, wie ihr das so seht. Müssen wir in Deutschland wirklich 40 Grad haben im Schatten oder kann man da auch getrost drauf verzichten? Ich meine, es muss ja nicht jeder so ein Kälteliebhaber sein wie ich. Aber 40 bzw. so 38 Grad, also das Abend. Also das ist schon eine ganze Menge, würde ich mal sagen. So, auch aufgefallen, wir haben hier eine andere Ansagestimme. Mal
haben wir den Mann, mal haben wir die Dame. Ich denke mal, das haben die einfach... Nächste Haltestelle, da. Handwerkskammer. Das haben die guten Leute ja einfach so wild zusammengemischt, wobei das hier auch die Vorgabe von der HVV ist, sprich der Hamburger Hochbahn. Ach, HVV, doch Hamburger... Oder, vertue ich mich jetzt? Doch, das müsste die Hamburger Hochbahn sein. Ist auch wesentlich besser als die Ansagen bei der Linie 109, wo wir ja diese wirklich stark computerisierten Hoppala Stimmen da hatten. Ja, jetzt, genau. Also die waren schon teilweise wirklich furchtbar und grottig. Hier wesentlich besser und ja, macht auf jeden Fall mehr Spaß beim Zuhören. So, hier vorne haben wir auch den Fahrplan. Nächste Haltestelle, Museum für Hamburgische Geschichte. Sieht sehr übersichtlich aus, ist jetzt auch... Hoppala. Ist jetzt auch nicht so lang, also die Linie 109 ist wesentlich länger. Boah, ist das kalt hier, können Sie nicht... Ah, das ist kalt hier drin, das stelle ich nicht so an. Wir sind hier im hohen Norden, da muss es so kalt sein. Und ich habe die Heizung schon überall an. Nächste Haltestelle. Oh, voilà. Als wenn man hier drei Sachen gleichzeitig machen muss. So, wir müssen jetzt hier abbiegen. Achtung, gleich beschweren sie sich wieder. Na, doch nicht. Das ist doch sehr schön. So, die Zeit sagt 4 Minuten zu früh, zu spät. Toll, toll, toll. Tja, aber Freunde, ich habe zu lange gequatscht, das war das Problem. Ist meine Schuld, ich weiß, ist meine Schuld. Aber naja, ist ja schon spät. Ja, und wenn wir die Linie hier abgearbeitet haben, dann sind wir mit dem OMSI Addon Hamburg. Auch fertig. Dann wird sich irgendwann in den nächsten Tagen das Addon Wien anschließen. Oh, es ist aber gut hier. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ist auch was ganz was anderes, auch weil wir mal im Ausland fahren. Und ich habe es im allerersten Teil hier Hamburg Addon auch schon gesagt, dass es unzählige Addons jetzt raus. Oder sind am rauskommen oder schon raus sind. Da fahren wir unter anderem in New York und noch einige andere Sachen. Das wird mit Sicherheit interessant werden. Boah, geht mir doch nicht alle auf den Keks. Jetzt kriegt er die totale Dröhnung. Nächste Haltestelle. Ein Feuer. So, wir nähern uns auch schon mit großen Schritten der Endhaltestelle. Ah, komm schon. Können wir ja richtig schön durchpesen. Ich hab die nicht gemacht, ich hab den gewonnen. Boah, geht mir doch nicht alle auf den Sack, ey. Mann, ey. Wie kann man denn so zimperlich sein? Ich weiß, ich habe da eine Störungsmeldung. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Nächste Haltestelle, Große Freiheit. Boah, so langsam gehen die mir echt auf den Nerv. Hallo. Na? Gar keine Fehlermeldung.
Tja, ist ja ein Ding. Das Rollstuhl. So, wir... Haltestelle, Kleinmarienstraße. So, wir fahren auch jetzt schon in Richtung Reeperbahn. Wir sind gleich da. Ich weiß auch nicht, was jetzt hier los ist. Grüne Welle. Na, nicht Puppe. Guten Tag. Guten Tag. So, dann hört jetzt mal ganz genau hin, wie die nächste Haltestelle heißt. Nächste Haltestelle, Große Bergstraße. Okay, das, wo ich es ausgesprochen habe, habe ich mir schon gedacht, so, na, war es nicht zu früh? Also noch, ja, hätte er da weghören können. Das war sie noch nicht. Die berühmte Haltestelle kommt noch erst. Und ich glaube, von der Länge des Videos wird es doch zwei Teile geben. Weil der Bahnhof Altona ist schon noch ein Weilchen... Oh, hoppla. Noch ein Weilchen... Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Ja, okay. So geht das nicht. Ja, okay. Das war jetzt meine... Ja, ja, Schuld. Ganz vergessen, dass ich hier auf die mittlere Spur muss. Na, warum fährst du denn so weit nach vorne? Hallo. Lässt er mich jetzt vor? Nein. Oh, das Assi. Jetzt aber. Altona Poststraße. Nee, jetzt bekloppt? Ach nee, wir fahren glaube ich erst auf dem Rückweg. Ja, wir fahren auf dem Rückweg eine andere Route. Das war das. Da geht's dann erst über die Reeperbahn. Oder? Habe ich da vertan? Ja. Seht ihr das? Hier. Erst auf der Rückfahrt geht es über die Reeperbahn. Ich nehme alles zurück. Seht ihr mal, wie oft ich hier um sich spiele. Das ist einfach nur grottenschlecht. Einfach nur grottenschlecht. Aber hey, in dem Grottenschlechten bin ich doch echt cool, oder? So, komm, ZZ, da hinten. Ich muss weiter. Was ich aber weiß, dass die nächste Station die Endstation ist. Das ist nämlich Altona Bahnhof. Nächste Haltestelle, Bahnhof Altona. Da war ich mir ziemlich sicher. Bin ich auch schon gewesen, wo wir damals in Hamburg City unterwegs waren. Waren wir hier im... Ah, wo war man denn da? In dem Einkaufscenter. Hamburg... Ne, Altona Carré? Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall in der Nähe vom Bahnhof, eigentlich direkt neben dem Bahnhof, ist ein Einkaufscenter und da waren wir. Da waren wir im Saturn, war das. Komm jetzt. Macht ZZ hier. So, was ist uns aufgefallen? Ich bin ganz ohne Pfeile ausgekommen. Die Linie hier ist jetzt nicht allzu lang. Die schaffe ich ohne Pfeile. Und ich finde, vom Flair her haben sie den Bahnhof Altona echt gut getroffen. Der Busbahnhof ist schön. Was ich mir gewünscht hätte,
wäre ein bisschen mehr Betrieb. Gut, die Linie 688, muss man dazu sagen, fährt nur freitags, samstags, abends und feiertags. Das heißt, viele Leute haben auch das Problem gehabt, die wollten die Linie fahren, dienstags zum Beispiel vormittags oder morgens, und haben dann festgestellt, es gibt gar keine Linie 688. Es gibt die zwar zum Anklicken, aber dann keinen Kurs. Und wenn man keinen Kurs anklicken kann, kann man auch nicht die Linie auswählen und auch nicht befahren. Ja, das war dann das Problem. Wie gesagt, der Hintergrund ganz einfach, die Linie fährt halt nur an bestimmten Tagen, zu bestimmten Uhrzeiten. Hoppla. Und das ist dann, wie gesagt, der Grund, warum man diese Linie dann nicht findet. So, wir haben den Bahnhof Altona erreicht. Das ist meine Haltestelle. Hier schmeiße ich sie alle raus. Ach, zu spät, zu spät, zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Und ich habe nicht wirklich aufgeholt. Doch hier. Von 5 Minuten auf 4,35, 4,40, 4,26, 4,2, 3,43 und dann hier wieder. 4,10 und 4,26. Ah, ist doch zum Mäusemelken. Ja, Freunde, das war die Richtung. Hauptbahnhof in Anführungsstrichen Rathausmarkt Altona. Hier ist Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir parken jetzt noch den Bus, würde ich sagen. Warte mal, ist da vorne ein Platz frei? Ja, da müsste ich mich aber jetzt reinquetschen. Was sagt eigentlich die Zeit, wenn wir nämlich jetzt den Plan switchen? Jawohl, wir fahren wieder zurück zum Rathausmarkt. In einer Minute. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns in einer Minute wieder im nächsten Teil. Bis dahin, NRW Boy 18. Adieu.